Sehr gut. Und diese Frau braucht unsere Hilfe, oder? Wer ist die? Wer? Margret de Moor. Margret de Moor. Krimis? Holland-Krimis? Was ist Margret de Moor? Holländische Autorin. Okay. Gut, dann Schweinchen schlau. Und... Achtin, Linda Zervakis und Tagesthemen? Was hatten die gemacht? Einfach eure Quote hochgebracht, oder? Ist der Christoph nicht mehr da? Sagt, komm, wir müssen noch mehr Zuschauer als letztes Jahr. Wir holen Linda Zervakis. Was sie dann macht, ist egal. Oder hat die auch ein Buch geschrieben? Erziehungsratgeber? Oder so Dufte drauf in der ARD? Du musstest ein Uso ausgeben. Sie musste ein Uso ausgeben. Sonst wäre es nicht voll geworden. Ach. Und dann sagen wir alles doppelt und so kommt ihr auf 15.000 Zuschauer. Linda Zervakis, ach so, sie hat so ein Migrationsding. So, ich bin super integriert und so. Mit so einem Augenzwinkern nehme ich an, oder? Solche Bücher kommen meist mit einem Augenzwinkern ganz gut hin. Auch, also, sicher gut geschrieben. Da will man sich jetzt nicht festlegen, man würde eigentlich denken, es ist so ein bisschen für die Linke irgendwie, ne? So Ramona Pop oder so. Wer ist das? Das klingt aber mehr nach einem Bratos. Maximal. Wer ist das? Ach so, ach, die in diesem Heidelberg-Gymnasium, ne? So, hab ich heute ein Programm gelesen. Morgens und abends, wie die Flippers. Das ist C.S. Notenbaum. Gut, ja. Ist schon irgendwie bitter, dass man da nicht auch mal. Ich war schon mal drauf. Ist gar nicht nötig. Ich habe es ehrlich gesagt tierisch nötig. Sieht für mich nicht sympathisch aus. Bin nicht, gern nicht Teil dieser Gang. Fucking Ulknudeln, Ernsthaftigkeitstheater. Und auch auf der Buchmesse, auf dem blauen Sofa. Das ist scheiße. Diese Krütze. Dagegen sind wir angetreten. Auch du, Christian. Das könnte ich noch als. Ich habe noch eine Zugabe aus einem ganz alten Buch. Die könnte ich jetzt natürlich auch lesen. Tristesse Royale. Tristesse Royale. Nö, das ist mir zu special interest. Das Tristesse Royale mit wirklich vier so Hitlerjungen ein Wochenende in so einem Hotel gesessen. Wir haben alle nur 1.000 Mark gekriegt und haben alle hinterher so auf die Fresse dafür gekriegt, dass wir alle inzwischen verneinen, dass wir damit je was zu tun haben. Ich lese jetzt noch aus meinem Bestseller Panikherz. Ihr Fucker. Nein, eigentlich nette Leute. Ist eine tolle Range. Es zeigt auch ein bisschen, was wir hier in Göttingen so möglich machen. Auch die Wissenschaft. Wer ist deine Wissenschaft? Ach, Linda. Machst du die Wissenschaft? Klar. Mit einem Augenzwinkern. Wissenschaft mit einem Augenzwinkern.